Durch Web ist Interesse in mir geweckt worden, die Sprache besser zu beherrschen, weißt du? Mir wurde klar, ich muss die Sprache sehr gut beherrschen, damit ich halt ein krasser Rapper werden kann, weißt du? Aber das ist das Ding, wenn du etwas willst, dann schaffst du das, Bruder, ja? Keiner hat an mich geglaubt. Ich bin mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen, Alter, hier, jetzt wollen die ganzen 10-Jährigen so sein wie ich, Digga, willst du mich verarschen? Weißt du, was ich meine? Deswegen, du kannst alles schaffen, mein Bruder. Nur nicht chillen und abkacken. Kämpfen, du weißt. Wie ich mit Rap in Kontakt gekommen bin, auf jeden Fall habe ich Haftbefehl gehört, Bruder. Du bist in Offenbach und jeder Peugeot, der an dir vorbeifährt, Bruder, da hörst du schon 06, 069, ho. Und das erste Mal habe ich genau hier, hat mich mein Manager getroffen, genau hier in der Ecke. Ich stand da mit den Jungs und da war mein Manager hier mit seinen Jungs und meinte, ey, was geht ab? Bre, komm mal her. Und ich direkt so, oh, was passiert? Hat jemand was gemacht? Nein, komm mal her, ich habe gehört, du kannst rappen. Und ich bin direkt durchgedreht, alle Bratte steht vor mir, 069, Haftbefehlspartner. Dann habe ich direkt durchgebrettert, bam, bam, bam. Ein paar Jahre später kam er dann zu mir und meinte, ey, bist du bereit? Willst du bei 069 sein? Heute stehen wir hier. Und ja. Der erste Song, den ich aufgenommen habe, habe ich im Jutz aufgenommen, hier in Offenbach. Kennt doch jeder, jeder Rapper kennt es. Und da bin ich erstmal reingekommen. Im Jutz ist ja so, du darfst gar nicht beleidigen und du musst voll die angenehme Texte haben, damit du irgendwie da was aufnehmen kannst. Dann komme ich rein und ah, total bekifft, ah, Richard verrückt, Bulgaratata. Und da wurde ich auch schon direkt am ersten Termin erstmal rausgeschmissen und meinen Text muss ich vermessen. Wirklich, Bruder. Immer zwei geklappt damals. Direkt so, ey, nee, können wir nicht machen, geh nach Hause, komm nächste Woche wieder. Weißt du, was ich meine? Meine Lehrer haben immer damals gesagt, ey, das wird dich nirgendwo hinführen und höchstens landest du im Knast und heute fragen die mich nach Autogrammkarten für die Kinder. Was für mich ungewohnt in Deutschland war, war das Rassismus, da die Bulgaren immer so runtergemacht werden hier. Wenn man die Sprache nicht kann, ist man erstmal ein Nichts. Aber wenn man Bulgare ist oder Rumäne ist oder wie auch immer ein Ausländer, dann wird man doppelt so viel runtergemacht. Und da habe ich mir gedacht, Alter, was geht ab mit euch? Was denkt ihr euch? Und ja, heute kommen Jungs, die nicht mal Bulgi sind und sagen, dass die Bulgaren sind. So. Ratata, ey! Während vielen Videos parat, 10 sterben Leute im Palast. Du musst parat, du fasst, ey! Ich war immer da an der Gleichstraße. Wirklich nice am Ziel. Bulgaratata war schon mit Witze nach dem Park am Ziel. Die bulgarische Community hier, Bruder, die ist wirklich stramm. Die ist wirklich groß und sehr stramm. Was Loyalität angeht, sind die wirklich die Eins. Und egal was sein sollte, sind die stramm da. Wie eine Eins, Videodreh, 100 Bulgaren, ihr seht doch. Brauchst du nicht mehr zu erzählen. Nächste Pläne, am 30.06. kommt mein Album, der zweite Bulgare. Der erste Bulgare kam vor 2 Jahren. Jetzt bin ich älter, jetzt bin ich erfahrener, jetzt bin ich krasser. Deswegen kommt der zweite, 30.06. Aslak Motherfucker, ihr wisst Bescheid.